Für die Landesregierung hat sich Herr Tarek Al-Wazir nun zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht zuallererst einmal generell als Feststellung. Wir haben im Ballungsraum ein Problem auf dem Wohnungsmarkt insgesamt. Das hat zwei Gründe, einen guten und einen weniger guten. Der gute ist, wir sind eine attraktive Region. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich mit vielen zusätzlichen Arbeitsplätzen. Und das heißt natürlich auch, dass Menschen an dieser Stelle – ich finde es immer spannend, dass ihr euch jetzt schon meldet, obwohl ich noch gar nichts gesagt habe. Aber gut, das, okay, geschenkt. Dass wir an dieser Stelle wirtschaftlich sehr erfolgreich sind und deswegen völlig klar ist, dass eine attraktive Region natürlich auch eine Zuzugsregion ist. Das Zweite ist, wir haben auch teilweise spekulative Übertreibungen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Menschen denken, dass man ihr vorhandenes Vermögen im Betongold, wie der Kollege Lenders gesagt hat, in diesen Tagen ganz gut anlegen kann. Das führt dazu, dass Grundstückspreise steigen, das führt dazu, dass Verkaufspreise steigen, und in der Folge führt es eben auch dazu, dass Mietpreise steigen. Ich will das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Da müssten wir uns eigentlich alle einig sein. Wir haben alle das gleiche Ziel, nämlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle einmal festhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass wir alle wollen, dass jeder und jede, egal ob jüngere Familien, ob Studierende, ob Rentnerinnen und Rentner in Hessen, eine Wohnung zu einem angemessenen Preis finden. Wir müssen uns auch noch alle einig sein, dass jede Wohnung, die im Ballungsraum unnötig leer steht, insbesondere dann, wenn damit spekuliert wird, dass das ein Ärgernis ist. Auch da müssten wir uns, glaube ich, noch alle einig sein. Das ist jetzt die spannende Frage. Wie gelingt es, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Das ist das große Ziel. Da will ich ausdrücklich sagen, da haben wir uns in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gemacht. An dieser Stelle ist das wichtig. Die Landesregierung hat sich in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gemacht. Sie ist damit ziemlich weit gekommen. Im Gegensatz zu Rot-Rot in Berlin haben wir die 60.000 Wohnungen nicht verkauft, Herr Kollege Schalauske. Nein, das ist, muss man schon einmal hinkriegen. Ja, Entschuldigung, an dieser Stelle, wenn Sie so dazwischenrufen, Herr Schalauske, 60.000 Wohnungen Rot-Rot verkauft für damals 400 Millionen €, die sind jetzt 7 Milliarden wert. Ihre Antwort ist jetzt, eine Enteignungsdebatte zu beginnen. Das ist keine erfolgreiche Politik. Ich sage es ja nur einmal. Aber egal. Wir wollen ja am Ende über die Frage reden, was wir hier jetzt in der Vergangenheit getan haben, was wir in der Zukunft tun werden, um das Problem, das es unzweifelhaft gibt, anzugehen und am Ende dafür zu sorgen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Also, die Kappungsgrenzenverordnung ist angesprochen worden. Die Frage nämlich, wie man dafür sorgen kann, in angespannten Wohnungsmärkten, dass bei bestehenden Mietverträgen nicht übermäßig erhöht wird. Die ist eingeführt worden 2014. Die Koalitionspartner sind sich einig, dass die weiterhin gelten soll, auch verlängert wird. Die Mietenbegrenzungsverordnung, besser bekannt als Mietpreisbremse, eingeführt worden 2015. Wir sind uns einig, dass sie weiter gelten soll und dass sie natürlich auch Veränderungen anmerken soll. Dies wird sehr wahrscheinlich, die Regierungsanhörung läuft gerade, zu einer Ausweitung der Orte führen, an denen die Mietpreisbremse gilt. Auch da sind sich die Koalitionspartner einig, dass die sogenannte Mietpreisbremse es in Hessen weiter geben soll. Wir haben die Kündigungssperrfristverordnung in Hessen, wo in bestimmten Bereichen, in denen der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist, gerade zur Vermeidung von Spekulation bei Eigenbedarfskündigungen nach Umwandlung von Miet in Eigentum eine verlängerte Kündigungsfrist von 5 Jahren gilt. Die Koalitionspartner sind sich einig, dass diese Frist in genau diesen angespannten Gebieten auf 8 Jahre verlängert werden soll.
Wir haben die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt, gegen den heftigen Widerstand von manchen. Und wir sind uns einig, dass es die Fehlbelegungsabgabe weiter geben soll, um den Gemeinden auch finanzielle Mittel für den sozialen Wohnraum, den Gemeinden ausdrücklich zur Verfügung zu stellen. Und wir haben die soziale Wohnraumförderung weiterentwickelt, und wir werden dies weiter tun. Und wir haben noch einmal die Frage, wie viel Geld bereitsteht, in diesem Koalitionsvertrag sehr deutlich beantwortet. Es war in der letzten Legislaturperiode so, und es soll auch in dieser Legislaturperiode so sein, dass kein Antrag auf geförderten Wohnraum am Geld scheitern soll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Keiner. Und natürlich, und dann kommen wir dann in bestimmten Bereichen zum eigentlichen Problem. Es ist oft keine Frage des Geldes, eine Frage der Fläche, Herr Kollege Eckert. Und da haben wir mit der Baulandoffensive etliches gestartet. Und da werden wir in Zusammenarbeit mit den Kommunen, ja, da ist schon einiges angekommen, Herr Rock. Stellen Sie sich vor. Da stellen Sie sich vor. Wollen Sie Beispiele hören? Gehen Sie einmal nach Heusenstamm, gucken Sie sich das alte Telekom-Gelände an. Mal als Beispiel. Auch das werden wir weitermachen. Aber da brauchen wir alle Akteure. Da brauchen wir auch die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft, mit den Kommunen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist dieses Thema zu wichtig für die üblichen parteipolitischen Spielchen, wenn ich das an dieser Stelle einmal so sagen darf. Ich komme zum Gesetzentwurf. Ich komme zum Gesetzentwurf, will das ausdrücklich sagen, weil Sie sagen jetzt, dass Sie das Zweckentfremdungsgesetz wieder einführen sollen. Und ich will ausdrücklich sagen, es geht darum, das ist ausdrücklich richtig, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, der bisher nicht zum Wohnen zur Verfügung steht. Und jetzt ist die spannende Frage, ist der Weg, den Sie da vorschlagen, eigentlich geeignet oder gibt es nicht bessere Wege, die vielleicht zum gleichen Ziel, vielleicht sogar schneller zum eigentlichen Ziel führen. Und deswegen zur Frage, was ist das Problem? Haben wir relevante Umwandlung von Wohnraum in Büroraum, wie Kollegin Barth es hier gesagt hat? Und meine Antwort ist, nein, die haben wir nicht. Wir haben keine relevante Umwandlung von Wohnraum in Büroraum, wie das vielleicht noch in den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts war, weil wir immer noch in Frankfurt ungefähr 800.000 Quadratmeter leerstehenden Büroraum haben. Und wir arbeiten daran. Herr Minister, ich darf Sie auf die abgelaufene Redezeit hinweisen. Vielen Dank. Wie ich jetzt gelernt habe, nach einer Sekunde Überschreitung sowieso 5 Minuten mehr gibt. Das habt ihr jetzt von eurer Geschäftsordnung. Tut mir leid. Bitte sehr. Also, es geht darum an dieser Stelle, dass wir die Umwandlung von ungenutztem Büroraum in Wohnraum verstärken. Das haben wir mit der Hessischen Bauordnungsnovelle im letzten Jahr gestartet, und das findet auch ganz real statt. Gehen Sie einmal beispielsweise in die Bürostadt Niederrath, gucken Sie sich einmal an, was dort alles umgewandelt wird von das, was früher einmal Büroraum war und jetzt zu Wohnraum wird. Gucken Sie sich die ehemaligen KWU-Gebäude am Kaiserlei in Offenbach an, da findet genau das Gleiche statt. Also haben wir in einer solchen Situation an dieser Stelle nicht das Problem, das Sie beschreiben. Das Zweite ist, haben wir relevanten Leerstand in Frankfurt? Und die Antwort ist, den haben wir nicht. Im Gegenteil. Das IWO sagt, dass wir in Frankfurt eine Leerstandsquote von 1,4 % haben. Normalerweise geht man davon aus, dass man für einen funktionierenden, fluktuierenden Wohnungsmarkt eine Leerstandsquote von ungefähr 3 % hat, weil ja immer Umzüge stattfinden, Sanierungen stattfinden mit allem, was dazugehört. Unsere Werte sagen, dass wir in Frankfurt da deutlich drunter liegen. Das heißt, auch an dieser Stelle haben wir das Problem so nicht. Wir hatten ein Problem.
nämlich die Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen. Ich sage jetzt einmal das Stichwort Airbnb. Da ist eine Gesetzesnovelle gemacht worden, und die Stadt Frankfurt hat von dieser Ermächtigung auch Gebrauch gemacht und geht dagegen vor. Und das begrüße ich ausdrücklich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass man an dieser Stelle das Problem, was es da gab, angegangen ist, weil da gab es ein relevantes Problem, und da gibt es dann auch Antworten drauf, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt der eigentliche Punkt, und der ist mir an dieser Stelle auch wichtig. Wir haben ein Problem von spekulativem Leerstand. Wir haben ein Problem von spekulativem Leerstand, nämlich dann, wenn Häuser gekauft werden, die Mietwohnungen sind, und die Käufer darauf spekulieren, daraus Eigentumswohnungen zu machen, und dann eine Wohnung, die leer ist, aus welchem Grund auch immer sie leer geworden ist, da muss es nicht nur sozusagen Rausekeln geben, das gibt es in Einzelfällen auch, aber manchmal einfach, weil Leute ausziehen, dass dann die Wohnung nicht weitervermietet wird, sozusagen, weil man darauf wartet, dass alle Wohnungen leer sind, weil man dann eine leere Wohnung viel leichter in Anführungszeichen und zu einem höheren Preis verkaufen kann. Und genau deswegen wollen wir den Kommunen, damit die Milieuschutzsatzungen besser wirken, ein Instrument an die Hand geben. Und dieses Instrument ist schlicht der Punkt, dass es dann den Genehmigungsvorbehalt gibt bei einer solchen Umwandlung. Und wenn man den Kommunen das in die Hand gibt, dann bin ich überzeugt davon, ist das ein Mittel, das sehr viel besser wirken wird als das, was Sie hier vorschlagen, mit einem riesigen Aufwand vergleichsweise wenig erreichen. Und wir wollen eher dafür sorgen, dass der Grund für den Teilbereich von spekulativem Leerstand, den es gibt, dass der entfällt. Weil wenn die wissen, dass sie am Ende mit ihrem Umwandlungsziel nicht weiterkommen, dann wird es den spekulativen Leerstand nicht geben, weil es dann eine Mietwohnung bleibt, und dann muss man an dieser Stelle es nicht hinbekommen. Und deswegen ich darf freundschaftlich trotzdem darum bitten, dass Sie zum Schluss kommen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Thema wird uns die ganze Legislaturperiode begleiten, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube schon, dass es am Ende immer wichtig ist, dass wir das machen, was die größtmögliche Wirkung entfaltet. Und genau daran wollen wir arbeiten. Vielen Dank. So, wir kommen zur zweiten Runde. Es hat sich für die SPD Frau Barth noch einmal gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich wollte eigentlich nicht in eine zweite Runde gehen, aber es gab jetzt doch einige Redebeiträge, die mich so stark irritiert oder verärgert haben, dass ich jetzt doch noch einmal ans Mikrofon gekommen bin. Frau Förster-Heldmann, ich finde das jetzt wirklich ein starkes Stück. In der Wahl der Mittel hätten wir unterschiedliche Einschätzungen, oder es habe auch keinen Sinn, einzelne Maßnahmen umzusetzen. Teilweise bestreiten Sie dann auch, dass die Sachverhalte, die ich – nein, ich habe Sie eben zitiert, ich habe mitgeschrieben, Sie können das auch selbst im Protokoll nachlesen – teilweise bestreiten Sie die Sachverhalte, die wir mit unserem Gesetz regeln wollen, der Minister zum Teil dann wieder eben nicht. Ich kann Ihnen jetzt doch ein Zitat aus Ihrem Wahlprogramm nicht ersparen. In einst populären, gewachsenen Stadtvierteln schreitet die Verdrängung voran, Kündigung nach Aufteilung und Umwandlung in Eigentum, kalte Entmietung per Baustelle und Modernisierung sind an der Tagesordnung. Es gibt spekulativen Leerstand. Hört, hört. Und durch die Vermietung von Wohnungen als Ferienwohnungen wird Wohnraum dem Mietmarkt entzogen. Hier gilt es, gegenzusteuern. Liebe Grüne, was sagen Sie denn jetzt Ihren Wählern, die Sie vielleicht wegen solcher Pläne gewählt haben? Aber es gibt ja den schönen Spruch, was schert mich mein Gesetz von gestern? Ja, das war, ich weiß, es gibt immer eine Zeit zwischen Wahlprogramm und Koalitionsvertrag, aber dann sagen Sie wenigstens, Sie konnten sich dort nicht durchsetzen, aber Sie sehen es eigentlich so wie wir. Herr
Al-Wazir, ich finde es mutig, dass Sie auf die Kappungsgrenzenverordnung eingegangen sind, die Mietpreisbremse, weil das ist ja nun doch eine Verordnung von Ihrer Vorgängerin eingeführt, die doch einige Fehler enthalten hat, was ja auch die Gerichte festgestellt haben. Und ich bin auch gespannt, wie die Debatte weitergeht. Sie weiten die Mietpreisbremse vermutlich von 16 auf 28 Kommunen aus, was ja nichts anderes heißt, dass es inzwischen noch 12 Kommunen mehr gibt, wo wir angespannte Wohnungsmärkte haben. Damit bestätigen Sie übrigens, dass das Problem, das wir haben, durch Ihre erfolgreiche Politik in den letzten 5 Jahren eben überhaupt nicht gebremst werden konnte. Das zum einen. Die Stadt Frankfurt ist übrigens äußerst irritiert, dass inzwischen 10 Stadtteile aus der Kappungsgrenzenverordnung ausgenommen werden sollen, was ich übrigens für einen Anachronismus halte, weil bei steigenden Mieten ist es bekanntlicherweise so, dass sich das Ganze dann immer weiter ausweitet und ausstrahlt. Ja, und wenn heute nur in der Innenstadt oder im Westend die Wohnungen unbezahlbar geworden sind, dann suchen die Leute halt im nächsten Stadtviertel. Dass jetzt also mehr Stadtviertel ausgenommen werden sollen, in Bad Homburg übrigens neuerdings auch unser Villenviertel in Donoldshausen, finde ich völlig absurd. Auch noch eine Sache, die ich etwas absurd finde, ist das Bild, das hier gemalt wird von den privaten Investoren, dem scheuen Reh, was hier um Himmels Willen nicht verschreckt werden soll. Welcher kleine Häuslebauer kann sich denn im Ballungsraum hier überhaupt noch etwas leisten? Sie haben doch die Grundstückspreise gehört. Es war jetzt auch in der Frankfurter Neuen Presse erst wieder eine Aufstellung gewesen. Daraufhin musste ich meine Rede umschreiben, weil ich noch von niedrigeren Preisen ausgegangen bin. Und ich behaupte auch einmal, wenn der Mieter seine Wohnung kaufen will, von seiner Wohnungsbaugesellschaft angeboten wird, wird die Stadt, die ja lediglich nur einen Genehmigungsvorbehalt hat, sicherlich auch nicht dagegen einschreiten. Aber was Sie ignorieren, meine Damen und Herren, ist doch, dass die Flucht im Betongold inzwischen völlig andere Blüten treibt. Frau Barth, ich habe Sie bitte zum Schluss. Ja, ich bin relativ am Ende. Wir haben inzwischen Investoren aus dem Ausland, Russen und Chinesen, die hier einfach ihre Gelder parken und die deshalb Wohnungen leerstellen lassen. Wir haben Versicherungskonzerne, die ihr Immobilienportfolio aufwerten möchten. Ich hatte Ihnen das Allerheiligenviertel in Frankfurt noch genannt. Meine Damen und Herren, wir werden an unserem Gesetzentwurf festhalten. Wir freuen uns auf die Anhörung. Und ich bin der Meinung, es ist wirklich ein wichtiger Mosaikstein, um im Bestand am bezahlbaren Wohnraum wenigstens zu erhalten. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich Herr Lenders von der FDP gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich denke, man sollte mit einem Gesetzentwurf vernünftig umgehen und auch offen in ein Anhörungsverfahren dann eintreten und dann auch die Argumente auch mal auf sich wirken lassen und dann hier und da auch mal abwägen. Ich meine, von der CDU-Fraktion haben wir in der Statement jetzt hier vom Sprecher schon gehört, dass Sie pauschal den Gesetzentwurf schon ablehnen, ohne in die Anhörung einzugehen. Aber vor allen Dingen, ich habe es ja gesagt, wir haben es jetzt mit einem neuen Staatsminister zu tun, der das erste Mal zum Wohnungsbau gesprochen hat. Ich habe gesagt, hören wir ihm mal zu. Ich habe es versucht, aufmerksam zu machen und muss dann feststellen, also zum eigentlichen Gesetzentwurf der SPD hat er nichts gesagt. Sie sind am Ende ein bisschen mal darauf eingegangen, nach dem Motto, ja, wir haben ja eigentlich gar nicht das Problem, dass Wohnungen in gewerbliche Immobilien umgewandelt werden. Aber so richtig auf das, was man von einem Staatsminister dann erwarten könnte, also dass er immer sagt, welche Auswirkungen nach seiner Einschätzung denn dieses Gesetz hat, welche Wirkungen es entfalten kann, in die eine oder andere Richtung, kann man ja gut oder schlecht halten, hat er nichts gesagt. Es hat auch nichts, es gab auch keine rechtliche Würdigung.
Ich erwarte doch von einem Mitglied der Landesregierung, dass er auch ein bisschen mal in eine rechtliche Würdigung. Wir haben es mit einem Gesetz zu tun, das sich viel mit dem Eigentumsrecht, mit elementaren Rechten von Bürgerinnen und Bürgern beschäftigt. Da sagt ein Staatsminister nichts dazu. Und, meine Damen und Herren, das, was dann Staatsminister Al-Wazir zum Wohnungsbau genannt hat, Ziele der Landesregierung, das war dann ein weiter so wie bisher. Weiter so. Wir waren so erfolgreich in den letzten 5 Jahren. Das ist den wenigsten zwar aufgefallen, aber wir waren ja so erfolgreich in den letzten Jahren unter Schwarz-Grün, dass wir diese Politik fortfahren wollen, dass wir die fortsetzen wollen. Herr Al-Wazir, aber Sie müssen uns dann mal irgendwann mal erklären, warum das Ressort dann von Staatsministerin Hinz in Ihres gewandert ist. Dann erklären Sie uns das mal. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Frau Förster-Heldmann noch einmal zu Wort gemeldet. Eigentlich habe ich ja Hunger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, aber wenn ich gefragt werde, dann will ich auch gerne darauf antworten. Und ich bin gefragt worden, was sagen Sie eigentlich Ihren Wählern? Und Frau Barth, Sie wissen es ja, ich bin direkt gewählt worden. Ich bin auch Mitglied eines Aufsichtsrats eines kommunalen Wohnungsunternehmens. Und ich bin ständig im Gespräch und ständig antworte ich auf Anforderungen von Mietern, von Menschen, die sich insgesamt mit Wohnungspolitik beschäftigen. Und ich habe auch einen Austausch mit denjenigen, die verantwortlich sind und auch mit meiner Beteiligung für unser Wahlprogramm. Und da wird eigentlich deutlich, Sie haben es selbst gesagt, hier gilt es gegenzusteuern. Und das, was der Minister in seinen deutlichen Worten eben gesagt hat, ist praktisch die Summe dessen, was an Gegensteuerung jetzt geplant ist. Und in Frau Förster-Heldmann, lassen Sie eine Frage des Kollegen Nake zu? Nein. Und dass diese Diskussion, die eben geführt worden ist, die kann ich nicht verstehen, weil bei manchen frage ich mich, wo leben Sie, wenn der Herr Lenders sich hier hinstellt und sagt, ja, wo ist denn das Bauland, wo ist denn die Offensive? Dann sage ich, dann fahren Sie, oder wer war es? Wer war es? Jemand anderes? Oh, Entschuldigung. Also jemand hat das gefragt und dann sage ich, fahren Sie doch mal nach Offenbach. Sie müssen ja gar nicht nach Darmstadt fahren, Sie in meine Heimatstadt. Da wird an jeder Ecke gebaut. Es ist kaum noch auszuhalten, aber notwendig. Und wir machen das auch, obwohl wir weniger Flächen haben als andere Kommunen. Das ist das Problem bei uns. An allen Ecken und Enden wird gebaut mit den Fördermaßnahmen des Landes Hessen und dessen Unterstützung. Das ist ganz wichtig bei dem Thema. Und wenn wir über Wahlprogramme reden und Kernumsetzung von problematischen Dingen, dann muss ich einfach sagen, wir fühlen uns mit dem Koalitionsvertrag, der im Übrigen nahezu einstimmig von Grünen verabschiedet worden ist, sehr wohl, weil wir mehrere Maßnahmen haben, die genau das bekämpfen sollen. Im Ergebnis werden wir das auch so schaffen. Und wenn Sie an das Ergebnis und wenn Sie das Beispiel Bayern nennen, dann ist die Umwandlung dieser Zweckentfremdung bezieht sich natürlich genau auf die Ferienwohnung. Diese Maßnahme haben wir ja bereits umgesetzt. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit hier in Hessen und wir in Darmstadt haben festgestellt, es betrifft möglicherweise 150 Wohnungen. Das bedeutet, dass wir darüber nachdenken, dass wir eben dieses Umwandlungsverbot jetzt auch in die städtische Satzung aufnehmen. Sie sehen, wir arbeiten an allen Ecken und Enden. Zu dem Thema, Herr Lenders, das finde ich, das muss ich Ihnen jetzt persönlich einmal sagen, dass die Art und Weise, wie Sie die Ministerin angegriffen haben und versuchen, hier sozusagen eine Pseudospaltung hinzukriegen, das finde ich schon nicht gut. Ich sage es mal so. Ich finde es deswegen nicht gut, weil ja alle, unter anderem auch Ihre Kollegen, Sie selbst im Wahlkampf auf sämtlichen Podiumsdiskussionen gesagt haben, da haben Sie allen den Architekten nach dem Mund geredet. Die Einzige, die immer gesagt hat, überlegt euch gut, was ihr da eigentlich fordert, war ich. Das habe ich eben schon einmal gesagt.
Alle haben den Architekten nach dem Mund geredet und haben gesagt, ja, wir wollen ein Bauministerium, weil wir das so denken. Und jetzt wird es umgesetzt. Man hat einen Staatssekretär, der dafür zuständig ist. Jetzt passt Ihnen das auch nicht. Und Sie sagen, ach, das kann ja nur eine Abstrafung der vorhergehenden Amtsperson sein. Ich sage Ihnen eins. Das, was seit 2013 hier in der Koalition geleistet worden ist, in all den Jahren auch unter Ihrer Verantwortung nicht geleistet worden. So, und jetzt gehe ich in die Mittagspause. Meine Damen und Herren, zu einer kurzen Intervention hat sich Herr Dr. Naas gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte kurz intervenieren auf die Vorrede der Kollegin Förster-Heldmann. Ich finde es schon sehr verwunderlich, dass Sie sich hier hinstellen und hier noch einmal für bezahlbaren Wohnraum werben, wenn gleichzeitig Sie ja eben auch von Ihrer Wohnungsbaugesellschaft in Darmstadt gesprochen haben. Und hier, Sie haben ja gesagt, dass Sie da im Wohnbauverein auch aktiv sind, auch hier dann 20 bis 25% Mieterhöhung anstehen. Da haben sich nämlich Ihre Mieter an uns gewendet, massiv gewendet. Das sind Luxussanierungen. Und das Erste wäre mal, dass man da guckt, wo man herkommt, dass die Wohnungen nicht teurer werden am Spessartring in Darmstadt. Das ist die entscheidende Frage. Denn da sind nämlich im Moment Mieterhöhungen gang und gäbe. Und das sind Mieterhöhungen. Das sind Mieterhöhungen, die wirklich nicht notwendig wären, wo die Mieter sehr zufrieden waren, wo Studenten wohnen, die sie hier auch in Darmstadt studieren, wo es wirklich notwendig ist, die Mieten so zu belassen. Und da würde ich Sie doch sehr darum bitten, vor Ihrer eigenen Haustür zu kehren. Vielen Dank. Frau Förster-Heldmann, wenn Sie darauf reagieren möchten, kommen Sie bitte nach vorne. Wenn Sie schon dieses tolle Beispiel anschauen, ich finde, also ich meine, Sie haben jetzt echt grob reingehauen, da mache ich es halt auch mal. Ich finde das jetzt gerade typisch FDP, einfach auf so einer wirklich blöden Debatte sozusagen auszurutschen und das zu verallgemeinern, das finde ich, ist echt unterirdisch. Weil, wenn Sie sich nämlich in Darmstadt auskennen würden, dann würden Sie wissen, dass der Bauverein mit seinen Mieterhöhungen in der Regel unter dem gesetzlich zulässigen Prozenten liegt und unter dem, was auch die Nassauische Heim und die ABG in Frankfurt machen. Dieser speziell, doch, das stimmt sehr wohl. Sie können sich die Statistiken angucken. Das ist egal, Fisch, wie meine Kollegin früher immer gesagt hat. Aber eins muss sicher sein. Dieser spezielle Fall im Rhönring ist mit einer langen Beteiligung und mit einem langen Vorlauf passiert. Es ist dort Denkmalschutz umgesetzt worden, und der Hessische Denkmalschutz hat da seine Forderungen gestellt. Und die 25%, die Sie jetzt angeben, stimmen so nicht. Und ich werde Ihnen ein Papier dazu nachliefern, weil wir jetzt die exakten Fakten im Augenblick fehlen, werde ich Ihnen dazu nachliefern. Was aber der Fall ist, dass in der Mieterschaft der ganze Prozess ist in der Mieterbeteiligung fortgeführt worden. Und dann gab es einen Mieter, der eine persönliche Profilierung wollte. Der hat alle aufgewiegelt, ist zu allen Parteien gegangen. Da wäre ich mir nicht so sicher, Herr Hahn. Der Herr Hahn hat gesagt, es wäre kein FDP-Mensch. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber es war so, dass er genau diesen Punkt verallgemeinert hat, vereinfacht hat und das pauschal abgeurteilt hat. Und das ist nicht richtig. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, Wohnungspolitik ist mehr als solche einfachen Fakten und Daten. Als Nächsten habe ich Herrn Schalauske von den Linken gesehen.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das war und ist jetzt eine wirklich aufschlussreiche Debatte. Ich bin dem Redebeitrag von Frau Förster-Heldmann ausdrücklich dankbar. Das Bild, das Sie von Mieterinnen und Mietern haben, das ist wirklich unter aller Kanone. Das hat Ihr Redebeitrag hier noch einmal deutlich gemacht. Und wenn Sie Mitglied eines Wenn Sie in irgendeiner Art und Weise Verantwortung für Wohnungsbaugesellschaften tragen sollten, dann sollten Sie sich die Frage stellen, ob Sie da an der richtigen Stelle sind, nach dem, was Sie hier gerade im Hessischen Landtag gesagt haben. Das Zweite. Hier liegen sehr konkrete Gesetzentwürfe von zwei Oppositionsfraktionen vor. Und statt sich konkret mit diesen Gesetzentwürfen zu beschäftigen, begibt sich der zuständige Minister darin, minutenlang parteipolitische Spielchen zu betreiben, sodass er am Ende nicht einmal mehr zu den Gesetzentwürfen der Fraktionen kommt. Aber wissen Sie was? Vielleicht ist das ja auch Ihre Absicht, weil der CDU-Kollege Kassecker gesagt hat, Sie werden den Antrag oder die Gesetzentwürfe sowieso ablehnen. Und das sagen Sie hier und jetzt, bevor überhaupt die Anhörungen stattgefunden haben. Das zeigt doch, wie ernsthaft Sie sich mit unseren Vorschlägen auseinandersetzen wollen, meine Damen und Herren. Wie Sie mit Gesetzentwürfen aus den Reihen des Hessischen Landtags umgehen, müssen Sie sich selber einmal fragen, ob das eines Parlaments würdig ist. Das Zweite, ich will jetzt aber auch noch mit einem politischen Märchen aufräumen, das die FDP immer wieder in die politische Debatte trägt. Das Kapital, das sei ein gescheues Reh, und man solle es doch bitte nicht verschrecken. Gucken wir uns einmal das scheue Reh an. Die Immobilienpreise schießen in den Himmel. Es werden noch und nöcher hochpreisige Luxuseigentumswohnungen gebaut. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise boomt die Immobilienindustrie. Und das Kapital und Superreiche suchen immer weiter profitable Anlagemöglichkeiten. Wissen Sie was, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP? Ihr scheues Reh, das Kapital, das hat sich ziemlich fett gefressen, weil es ständig mit Betongold gefüttert wird. Und das geht zulasten der Mieterinnen und Mieter. Und deswegen brauchen wir ein Gesetz gegen Zweckentfremdung und Leerstand, meine Damen und Herren. Und wenn wir in dieser Debatte noch etwas gelernt haben, dann, dass alle Mieterinnen und Mieter in Hessen wissen müssen, dass sie von dieser Rechtsaußenpartei hier im Landtag nichts, aber auch gar nichts zu erwarten haben. Denn diese Partei, die bedient einzig und allein die Interessen der Immobilienwirtschaft. Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen, liebe Hessinnen und Hessen. Aber ein Punkt ist ja richtig. Das Problem des Leerstands von Büroflächen, das mag geringer geworden sein als noch vor einigen oder vielen Jahren. Aber das ist doch kein Argument, trotzdem Maßnahmen zu ergreifen gegen den Leerstand zu Spekulationszwecken und gegen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, so wie es im grünen Wahlprogramm auch angekündigt worden ist. Da hat Frau Barth ja völlig recht. Diese Maßnahmen brauchen wir, und das ist Grundlage auch der Gesetzentwürfe. Und natürlich ist auch der Hinweis, dass mehr Maßnahmen notwendig sind, kein Argument gegen ein Gesetz gegen spekulativen Leerstand, Zweckentfremdung und falsche Umwandlung. Natürlich brauchen wir mehr und entschlossenere Schritte. Und da können Sie sich darauf verlassen. Da werden wir die schwarz-grüne Landesregierung aber kritisch begleiten in den nächsten Monaten, weil die vergangenen Jahre gezeigt haben, dass sie das auch bitter nötig haben. Und um dem Mietenwahnsinn in Hessen ein Ende zu setzen, brauchen wir nicht nur parlamentarische Debatten und gute Gesetze. Mit unseren Gesetzentwürfen wollen Sie sich ja leider nicht auseinandersetzen. Es braucht vor allem Druck aus der Gesellschaft und auf der Straße. Und in diesem Sinne gilt für uns Wohnraum für alle, Stadt für alle. Und wer wie die GRÜNEN in Freiburg kommunale Wohnungsbestände verkaufen wollten, und das ist nur verhindert worden durch den Druck der Mieterinnen und Mieter, der sollte mal lieber kleinere Brötchen backen.
So, ich habe noch auf der Rednerliste den Herrn Gagel von der AfD. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Ich bin doch schon ziemlich entsetzt über die Debatte, die hier im Hessischen Landtag geführt wird. Ich muss sagen, ich bin echt entsetzt. Bei so einem wichtigen Thema, wenn ich hier alle Parteien sehe, von der CDU angefangen über die SPD, wie hier diskutiert wird, Sie haben ehrlich gesagt alle gar keine Ahnung von dem Thema. 0,0. Und wissen Sie auch warum? Weil Sie nur am Symptom herumdoktern. Sie haben ein Symptom entdeckt, aha, da gibt es Wohnungsmangel. Und was machen Sie dann? Und das zeigen ja Ihre beiden, jetzt halten Sie doch mal die Klappe. Was zeigen denn Ihre beiden Gesetzentwürfe? Sie zeigen am Ende. Also, Herr Gagel, das war wirklich unparlamentarisch. Ich bitte Sie, solche Worte nicht hier zu verwenden. Gut. Sie zeigen doch am Ende, Sie doktern an einem Symptom herum und wollen dies mit sozialistischer Mängelverwaltung irgendwie kurieren. Und aus der guten Erfahrung heraus, und das müssten Sie von der Linkspartei doch ganz besonders wissen, in der DDR hat das schon nicht funktioniert, und es wird auch hier bei uns nicht funktionieren. Das große Problem, das wir doch im Wohnungsmarkt haben, ist doch die seit 2015 mehr oder weniger unkontrollierte stattfindende Migration. Wir haben doch. Ja, da lachen Sie. Ich erkläre es Ihnen jetzt einmal, damit Sie das einmal kapieren. Ja? Sie haben, und Sie haben es auch, Sie alle haben in das Land gelassen 2 Millionen Menschen. 2 Millionen Menschen haben Sie ins Land gelassen. Bitte trotzdem um etwas mehr Ruhe, meine Damen und Herren. Sie haben 2 Millionen Menschen ins Land gelassen, unkontrolliert. Diese sind auf eine Situation hier im Land getroffen mit einer Wohnungsinfrastruktur. Und was passiert denn, wenn Sie 2 Millionen Menschen ins Land lassen, unkontrolliert? Ja, meinen Sie denn, die brauchen keinen Wohnraum? Das, worüber wir hier diskutieren, ist doch am Ende des Tages das Ergebnis total verfehlter Politik, und zwar angefangen von der CDU bis hier nach links. Komplett. Es ist alles falsch. Und das, was Sie machen, Sie doktern jetzt am Ende des Tages an einem Symptom herum, was sich Jahre später zeigt. Und das Symptom heißt nämlich Wohnungsknappheit. Und ich kann Ihnen einmal genau erzählen, wie es funktioniert. Da kommt. Ich darf doch mal um Ruhe bitten. Ja, das müssen Sie schon einmal aushalten, dass ich Ihnen das jetzt einmal so erzähle. Also bitte. Ich bin selbst auch privater Investor am Wohnungsmarkt. Darf ich meine Damen und Herren, ich bitte trotzdem, trotz der hitzigen Debatte, um ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt kurz vor der Mittagspause noch etwas Konzentration. Ich gehe jetzt hoffentlich nicht von meiner Redezeit ab, wenn Sie die ganze Zeit sprechen. Ich selbst bin auch privater Investor am Wohnungsmarkt. Ja, bin ich. Ich erkläre Ihnen das genau, wie es geht. Ja. Wissen Sie, das zeigt mir etwas Schönes. Ich kann an Ihren Reaktionen kann ich sehen, getroffene Hunde bellen. Wissen Sie, was die hessischen Mieter und Mieterinnen wissen müssen? Sie sind durch Sie verraten worden. Das ist die Wahrheit an der ganzen Sache. Und ich erkläre es Ihnen jetzt noch einmal in Ruhe. Wie viel Redezeit habe ich noch, bitte? Eine Minute. 1 Minute, 2 Sekunden. Da kommt das Amt und fragt bei privaten Wohnungsvermietern an, habt ihr eine 4-Zimmer-Wohnung? Wir haben eine 6-köpfige Familie aus dem Irgendwo. Wir zahlen alles. Und da ist dann die Familie, die finanziert das aus versteuerndem Einkommen, und fragt beim Vermieter an, ja, eigentlich haben wir das Geld nicht. Und wer steht in Konkurrenz? Das Amt, welches Migranten im Rücken haben, und die Familie, die ihr Einkommen aus zu versteuerndem Einkommen finanzieren muss. Und das ist der Mechanismus, der die Preise treibt in den Großstädten, meine Damen und Herren. Und das ist das, was Sie alle nicht kapieren.
Aber ich hoffe, die Wähler werden es Ihnen zeigen beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, der Verlauf der letzten Minute hat deutlich gemacht, dass wir so im Hessischen Landtag nicht miteinander umgehen können. Wir brauchen auch nicht die Brüllerei und Klappe halten und Ähnliches. Deswegen, Frau Präsidentin, bitte ich, dass wir die Rede des Abgeordneten der AfD dann uns einen Auszug geben lassen in die Sitzung des nächsten Elternrates nehmen, weil auch das, was inhaltlich gesagt wurde, wie man mit Menschen umgeht, das ist respektlos. Wer Respekt von anderen einfordert, muss ihn erst einmal selber vorleben, damit das auch irgendwo glaubwürdig bleibt. Das hat der Redner der AfD dezidiert nicht gemacht. Deswegen ist das ein Vorgang, den wir im nächsten Ältestenrat besprechen sollen. Deswegen bitte ich zur Einladung, den Protokollauszug dieser Rede mit zu versenden. Vielen Dank. Ja, zur Geschäftsordnung. Genau. Bei der Gelegenheit sollten wir aber auch thematisieren, dass Reingebrülle und Geschreie während der Rede. Das sollten wir bei der Gelegenheit aber auch nicht vergessen. Danke sehr. So, meine Damen und Herren, wir gucken uns dann das entsprechende Sitzungsprotokoll dann im Ältestenrat an. Und wir haben jetzt verabredet, ist, dass jetzt die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs im WVA weiter beraten wird, meine Damen und Herren. Wir hatten mit den Geschäftsführern verabredet, dass wir in eine zweistündige Mittagspause eintreten. Soll das so verbleiben, dann treffen wir uns entsprechend um 16:52 Uhr wieder. Ihnen einen guten Appetit.